Ja, Frau Präsidentin, vielen Dank für die Einladung. Als Herr Lederbogen mich fragte, sagte ich spontan, die E-Zigaretten sind des Teufels. Das komme ich direkt nach der Theologie. Sehr gut. Und ich wollte eigentlich für diejenigen unter Ihnen, die es noch nicht gesehen haben, hier mal volldampfen. Aber das Gebäudedezernat hat mir gesagt, dass dann vielleicht die Feuerwehr kommt, weil die Rauchmeldeanlage dann anschlagen würde. In China wurde die E-Zigarette im Jahr 2004 als Produkt für die Rauchentwöhnung als Ersatz für die Tabakzigarette auf den Markt gebracht. Dort gibt es ca. 300 Millionen Raucher. Jährlich sterben etwa 1 Million Chinesen an den Folgen des Tabakkonsums. Im Jahr 2005 begann der Export der E-Zigarette in andere Länder und 2013 erkannte die Tabakindustrie, dass dort was zu holen ist und erwarb das Patent von einem chinesischen Apotheker für 75 Millionen US-Dollar. Wie in herkömmlichen Zigaretten kann aber auch die Verdampferflüssigkeit, zu Neudeutsch Liquid, Nikotin enthalten, das eine körperliche und psychische Abhängigkeit verursacht. Das ist auch das, was die Zigarettenindustrie versucht, die E-Zigaretten als Unlock-Droge für die Jugend zu gewinnen. Die Basis der Flüssigkeit besteht aus Propylenglykol, einem Stoff, der im Disco-Nebel verwendet wird und der Atemwegsirritationen und Augenreizungen verursachen kann. Tabakrauch enthält zwar 70 verschiedene krebserregende Substanzen und im Vergleich dazu enthält das Aerosol der E-Zigaretten weniger Substanzen, aber auch dort sind entzündungsfördernde, reizende und sogar krebserzeugende Substanzen vorhanden, sodass das Gefahrenpotenzial von E-Zigaretten nicht unterschätzt werden kann. Und die Hoffnung, dass man mit E-Zigaretten zur Raucherentwöhnung beitragen kann, sind dahin. Man weiß, dass die meisten Leute, die auf E-Zigaretten umgestellt worden sind oder sich umgestellt haben, auch weiterhin die normalen Tabakzigaretten rauchen. Beim Verbrauch von 3 Millilitern Liquid entstehen etwa das 5- bis 14-fache an Menge an Formaldehyd, das ist krebserregend, die beim Rauchen von 20 Tabakzigaretten aufgenommen wird. Also da haben Sie viel höhere Werte. In den USA, das haben Sie vielleicht alle in der Presse verfolgt, sind inzwischen mehrere hundert Menschen mit Lungenbeschwerden nach Dampfen ärztlich behandelt worden. Und die Centers for Disease Control and Prevention haben den Namen EVALI geprägt. Es bedeutet auf Englisch mit E-Zigaretten verbundene Verletzung der Lunge. Fast alle betroffenen Patienten gaben an, Tetrahydrocannabinol, THC-haltige Produkte eingeatmet zu haben. THC ist die psychoaktive Substanz, die die erwünschte Wirkung von Hasch und Marihuana auslöst. Es wird vermutet, dass die THC-haltigen Kartuschen manipuliert worden sind, um eine stärkere halluzinogene Wirkung zu erzeugen. Bis zum 13. November 2019 wurden in den USA 2.172 Fälle von EVALI bestätigt, 42 Todesfälle wurden gemeldet und gestern wurde über den ersten Toten in der EU berichtet, ein 18-jähriger Belgier, dem sein Vater die E-Zigarette zum 18. Geburtstag geschenkt hatte, ist an Lungenversagen gestorben. Der Vater macht sich große Vorwürfe und ist jetzt in der Presse zu sehen und er versucht in Belgien dafür zu sorgen, dass die E-Zigarette verboten wird. Seit dieser Woche gibt es Belege dafür, dass ein Vitamin E-haltiges Öl, was in Deutschland und in Europa nicht eingesetzt werden kann und darf, in Amerika die Lungenerkrankungen bei E-Zigarettenkonsumenten hervorgerufen hat. Das Öl wurde bei allen 29 erkrankten Patienten, deren Lungenflüssigkeit untersucht wurde, nachgewiesen. Aber nicht nur für die einzelnen Erkrankten ist es ein Fiasko, sondern auch für die berühmteste Tabakfirma Marlboro, die im Dezember 2018 12,8 Milliarden Dollar für eine Beteiligung an der E-Zigarettenfirma Juul zahlte. Ende Oktober 2019 musste der Wert der Investition um 4,5 Milliarden Dollar nach unten korrigiert werden. US-Präsident Trump, der ja bekannt ist für markige Ankündigung, kündigte bereits die allerstrengsten Vorschriften im Universum westlich des Pecos an. Wegen der Todesfälle unter US-Jugendlichen droht Juul Verkaufsverbote in den USA. In Deutschland sind die Juul-Produkte seit September verboten, aber nicht, weil man vielleicht denken würde, weil es gefährlich ist, sondern weil man festgestellt hat, dass die versprochene Nikotinkonzentration unterschritten wurde. Und bedenken Sie bitte immer, Rauchen ist gefährlich und tötet, egal welche Technik verwendet wird. Und an gleicher Stelle habe ich letztes Jahr
sehr für eine Masernimpfpflicht geworben und gesagt, Herr Spahn wird es vielleicht schaffen. Gestern gab es in der namentlichen Abstimmung im Bundestag eine große Mehrheit für eine Masernimpfpflicht in der Kita. Das, was wir jetzt brauchen und was vielleicht endlich umgesetzt wird, als letztes Land in Deutschland haben wir kein Tabakwerbeverbot. Wir brauchen ein Tabakwerbeverbot inklusive E-Zigaretten. Und die Kanzlerin hat dieses Jahr gesagt, sie ist dafür. Vielleicht erleben wir es ja noch, dass Tabakwerbeverbot kommt, auch in Deutschland. Vielen Dank.